Hey du, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von Equestrian The Horse Game. Das letzte ist schon mega lang zurück und wir haben sehr, sehr viel verpasst. Ich habe mir selber immer noch nicht die YouTube-Videos angeschaut, geschweige denn mit euch. Deswegen möchte ich heute versuchen, so viel wie möglich in dieses Video zu packen. Das heißt, ich will mich nicht so krass aufhalten und möglichst schnell hier durchgehen, was wir hier sehen. So, hier haben wir jetzt Ton. Ich mache den einfach mal aus. If you're interested in seeing some more horse animation work, make sure to check out our latest YouTube video, where Molly talks about some animations currently in the making. What did you think about our latest Dev Talk video? Let us know. Ja, da haben sie geschrieben, wenn ihr Interesse daran habt, ein paar mehr der Pferdeanimationen zu sehen, die gerade in Mache sind, dann solltet ihr unser letztes YouTube-Video angucken, wo Molly über die Animationen redet, die eben gerade erarbeitet werden. Was denkt ihr von unserem letzten DevTalk-Video? Lasst es uns wissen. Und da kann ich leider noch gar nichts zu sagen, weil ich es selber noch nicht gesehen habe. Aber ich wollte mir die Videos mit euch mal noch alle gemeinsam anschauen. Aber dafür brauche ich Zeit, dafür möchte ich mir Zeit lassen. Und mir war es jetzt einfach wichtig, dass ich mal wieder ein Video mache dazu. So, hier sehen wir nochmal das komplette Team, mittlerweile bestehend aus 7 Teammitgliedern. Früher waren es mal 3 ganz am Anfang. Auch krass, ne? You can now read an article about Equestrian the Game on Swedish website Hipsen. Read on to hear more about the background and what led up to start making Equestrian. Link in bio, Swedish. Ja, da haben sie geschrieben. Jetzt könnt ihr einen Artikel über Equestrian the Game auf der schwedischen Website Hipsen reden. Lest es euch doch mal durch, um mehr über die Hintergründe zu erfahren und was überhaupt dazu geführt hat, dass Equestrian entwickelt wird. Ja, Link in der Biografie, leider das Ganze aber auf Schwedisch, das heißt, das hätte ich euch gar nicht vorlesen können. Leider. Ja, und hier sehen wir nochmal, dass das Team eben auch wirklich selber reitet. Und das, finde ich, merkt man am Spiel, denn kein anderes Pferdespiel greift so krass wirklich die Realität an Ausrüstung und Animationen auf wie Equestrian. Und das finde ich für ein Mobile Game wirklich sehr, sehr beachtlich. We had a good time yesterday. We got to visit Hästaskeri. Keine Ahnung, here in Stockholm to go for a beautiful autumn ride. For some of the team members, it was the first ride ever. Also, what better research when making a horse game than going for a ride? Thank you all for a great day at the stables. Ja, da schreiben sie, dass sie gestern eine gute Zeit haben. Ja, gestern, der Post ist vom 22. Oktober. Wir sind so ein bisschen zurück, ne? Wir haben Hasta. Ich weiß nicht, wer das ist oder wie sich das ausspricht. Auf jeden Fall haben wir die hier in Stockholm besucht, um einen schönen Herbstritt zu machen. Für manche der Teammitglieder war es der erste Ritt, der erste Ritt in ihrem Leben, der erste Ritt ever. Was ist außerdem besser, um ein bisschen Recherche zu betreiben, als wenn man ein Pferdespiel entwickelt, als auszureiten? Ja, definitiv. Danke euch allen für den großartigen Tag im Stall. Kann ich nur zustimmen. Das ist halt wirklich richtig, richtig gut, dass sie so eine Verbindung zu den Pferden haben, weil dadurch können sie überhaupt das so gut entwickeln, wie sie es jetzt gerade tun. Kommen wir zum nächsten Video. In case you didn't see our Dev Talk 3 on YouTube, here are all the leg markings currently available. This scene is where you create your starter horse. Curious about the other tabs? We will soon show you the whole horse creation system. We will make a full horse creation video and make a horse with the help of you all. Keep an eye out on our Instagram stories to vote for the kind of horse we shall make together. Da schreiben sie, falls ihr unser Dev Talk 3 Video auf YouTube noch nicht gesehen habt, natürlich nicht. Seht ihr hier nochmal alle Beinabzeichen, die momentan verfügbar sind? Diese Szene ist die, wo wir unser Starterpferd kreieren. Seid ihr schon neugierig über die anderen Tabs, die wir hier sonst noch so sehen? Wir werden euch bald das komplette System vom Pferdeerstellen zeigen. Wir werden ein komplettes Pferdeerstellvideo machen
und werden ein Pferd mit der Hilfe von euch allen gemeinsam erstellen. Haltet ein Auge auf unsere Instagram-Stories, um für das Pferd abzustimmen, was wir zusammen machen sollen. Ja, ist jetzt leider auch schon eine ganze Weile her. Aber, ja, das haben sie halt auch in einem Video gemacht, das müssen wir uns auch noch gemeinsam anschauen. Wir sehen hier eben Headmarkings können wir einstellen, Legmarkings, also Kopf- und Beinabzeichen. Coat ist natürlich die Fellfarbe, dann sehen wir hier Tails and Manes, das heißt, wir können auch Mähne und Schweif bestimmen beim Erstellen. Eyes, wir können auch die Augen auswählen. Personality, was ich sehr cool finde. Das heißt, wir können für unser Startpferd auch eine Persönlichkeit festlegen. Und hier unten drunter dieses Misc, das ist Miskelesch. Ich weiß nicht genau, wie das komplette Wort heißt. Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Das ist ein schreckliches Wort. Ich weiß auch nicht genau, was sie damit jetzt genau meinen. Was wir hier beim Pferd ändern können noch. Das werden sie unter Garantie im Video gezeigt haben. Das weiß ich jetzt aber halt zu dem aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Das werden wir dann gemeinsam sehen, wenn ich das Video mal endlich mit euch angucke. Beziehungsweise die Videos. Und hier haben wir nochmal ein Video aus dem Stall. So, the smallest stable in the game will fit up to 4 horses. Eventually you'll be able to own more than that though. Have you already planned for some of the horses to bring to your stable? Da schreiben sie, dass der kleinste Stall im Spiel 4 Pferde beheimaten kann und dass man eventuell die Möglichkeit hat, trotzdem noch mehr Pferde zu haben. Und ob wir jetzt schon ein paar Pferde in Planung haben, die wir unbedingt in unseren Stall holen wollen. Ja, also definitiv finde ich den Arabon des Welsh Pony mega cool. Auf der anderen Seite brauche ich natürlich auch Rassen, die für Springen gut sind, weil ich bin halt immer Springreiterin und ich werde wahrscheinlich auch eher in Richtung Springen und dann auf Vielseitigkeit gehen, wenn es die Vielseitigkeit gibt. Würde aber auch gerne mal andere Disziplinen ausprobieren. Was mich auch mal sehr interessieren würde, einfach weil es dafür keine, ja, beziehungsweise keine ist, stimmt nicht, aber es gibt kaum Spiele fürs Westernreiten und deswegen interessiert mich das definitiv auch mal. Das soll ja auch reinkommen. Könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ich finde auf jeden Fall hier den Stall super, ich finde die Boxen super. Ich bin einfach nur mega gespannt auf das Spiel. Gehen wir direkt weiter zum nächsten Video vom Welsh Cop. We added a small detail to the Welsh Cop. Anyone catch what it is? Also, if you didn't know, we currently have 3 breeds, Swedish Warmblood, Arabian and Welsh Cop. We used to have an old version of the Frisian as well, but we have to update the breed first. That breed first, sorry. Stimmt, Tatsache, das sehe ich jetzt erst. Genau, sieht man ganz, ganz klein. Der Fesselbehang. Guck, jetzt ist nichts da. Arabian. Welsh Cop. Guck mal, jetzt hat er ein bisschen Fesselbehang oder auch Kötenbehang genannt. Also, wir haben ein kleines Detail zum Welsh Cop hinzugefügt. Kann irgendjemand sehen, was das ist? Auch, falls du es noch nicht wusstest, als kurze Info, wir haben momentan 3 Rassen. Das schwedische Warmblut, den Araber und das Welsh Cop. Wir haben auch eine alte Version vom Friesen, aber die Rasse müssen wir erstmal noch updaten. Da bin ich gespannt, weil die alte Version sah einfach schon mega cool aus. Und wow, der Friese dürfte sich wahrscheinlich auch vom Aussehen her noch mal ein bisschen stärker von den bestehenden Rassen abheben, würde ich momentan sagen. Wie gesagt, von denen, die man hier momentan sieht, also die sind eigentlich alle hübsch. Die sind alle ein Träumchen. Wir sehen hier eine kurze Beschreibung vom Pferd. Wir sehen hier außerdem, was die Pferde für Stärken haben. Und wir sehen, welche Fellfarben es für die Rasse gibt, was ich auch sehr, sehr cool finde. Welsh Cop zum Beispiel, vom Kopf her die Mentalität. Ach, hier. Mentalität, Springen, Schritt und Galopp beim Warmblut, Ausdauer, Geschwindigkeit und die Mentalität beim Araber und Mentalität, Stärke, Schritt und Trab beim Welsh Cop. Ja, der Araber ist für mich momentan die hübscheste Rasse, aber eigentlich auch die am wenigsten geeignete, leider. Wie sieht das denn bei euch aus? Ja, dann gab es ein Giveaway für die Beanies, habe ich auch mitgemacht, aber leider nicht gewonnen. Giveaway! We're giving away 4 Cavalry Games Beanies. Ich glaube, das ist jetzt, muss ich nicht übersetzen, ich habe es euch im Endeffekt schon erklärt.
Das ist jetzt nichts wirklich Interessantes zum Spiel. Aber hier haben wir nochmal ein Video. So, das ist nochmal hier eine Info zu einem YouTube-Video, was da ist. New YouTube-Video is up. A few days ago we had some polls where you could vote for a horse. We made this horse to show you what you can currently do in the horse creator in Equestrian. Head over to our YouTube-Channel to see more. Ja, da haben sie geschrieben, dass es ein neues YouTube-Video gibt, dass sie vor ein paar Tagen ein paar Abstimmungen hatten, wo man für ein Pferd voten konnte. Und dass sie dieses Pferd erstellt haben, um uns zu zeigen, was man momentan in diesem Horse Creator, in diesem Pferdeerstell-Mode in Equestrian machen kann. So, ja, und das Video, das werden wir uns, wie gesagt, auch noch gemeinsam anschauen, wenn ich denn endlich mal so weit bin. Und ich liebe sie! Wir haben Streifkappen! Wir haben Streifkappen! Ich liebe es! We finally made some Fadlock boots to go with the open front boots we made earlier. For a start, they will come in black, white, brown and blue. Also, how happy are we that so many of you already entered our giveaway? Stay tuned towards the end of the week when we'll announce the winners. We'll definitely do more giveaways in the future as well. Yay! Ich habe eben Streifkappen gesagt. Ich meine Streichkappen. Nicht mit F, sondern mit S. Mit CH. Wir haben endlich Streichkappen gemacht, um unsere Gamaschen, die vorne offen sind, die sie schon früher gemacht haben, ja zu ergänzen. Und dass sie erstmal in Schwarz, Weiß, Braun und Blau kommen. Und sie sind froh, dass schon so viele im Giveaway mitgemacht haben. Ja, und Ende der Woche wollten sie dann eben die Gewinner bekannt geben. Genau, und das hier sind die Gamaschen mit diesen Gummidingern, die nicht mehr zugelassen sein werden übrigens. Ich glaube jetzt ab 2020, ich weiß es nicht mehr genau. Weil manche die Dinger einfach zu eng ziehen und die dann die Pferdebeine empfindlicher machen. Und deswegen sollen die hier so nicht mehr zugelassen werden quasi. Die hier übrigens haben hier Kletten. Und die hier haben eben diese Knöpfe quasi, Zuckis nennt man die auch. Genau aus diesem Grund, müsst ihr mal googeln für nähere Infos. So, jetzt können wir glaube ich nochmal relativ flott durchgehen. Oh Gott, wir haben immer noch so viel. Merch Store now open. You can now head over to our brand new Merch Store to get your hands on some sweet Equestrian the Game Merchandise. The profit of each unit sold will go directly into the development of Equestrian and we're eternally grateful for any orders you guys place. We couldn't have gotten this far without all of you. Follow link in bio to find the store. See anything you like? Ja, da haben sie geschrieben, dass der Merchandise Store jetzt eben geöffnet hat und dass man da jetzt ein paar niedliche kleine Equestrian The Game Sachen kaufen kann, wie jetzt zum Beispiel hier dieses T-Shirt, was wir hier sehen. Und der Erlös von allem, was dort verkauft wird, wird direkt in die Entwicklung von Equestrian fließen. Und sie sind extrem dankbar für alle Bestellungen, die wir machen. Sie schreiben noch, sie wären ohne uns nie so weit gekommen. Und ja, der Link zum Store befindet sich in der Biografie. Und ich denke, da werde ich auch mal was bestellen. Mir persönlich gefällt zum Beispiel dieses T-Shirt hier schon sehr, sehr gut. Finde ich sehr hübsch. Ich mag das nur nicht so gerne, wenn die so eng sind am Hals. Aber das geht noch. Handyhülle, auch immer wieder cool. Wäre definitiv auch was für mich. Aber wie gesagt, ich mag auch das T-Shirt hier sehr, sehr gerne. Muss ich mal gucken. Interessiert mich auch mal, was die für Preise haben. So, und das hier hinten, das links, das sind die Gewinner. Das ist jetzt nicht mehr so interessant. Machen wir das Bild hier in der Mitte noch. It's about time you'll get to know our newest team member Adam a bit better. So, ich glaube, das mache ich jetzt so. Das ist viel Text, das mache ich so hintereinander weg. Ein neues Teammitglied, der Adam. Und sie wollen jetzt, dass wir mehr über ihn erfahren können. Hi Adam, wie geht's dir? I'm me? Ich bin ich, ein Spieler in allen Formen. Videospiele,
Board Games. Ich denke mal, das sind so Brettspiele, genau, Brettspiele, Kartenspiele. Nennt mir einfach eins und ich werde es wahrscheinlich kennen und spielen. Geboren und aufgewachsen in Schweden mit einer Vorliebe for how things works, nicht mehr. With a curiosity, nee, mit einer Neugierde dafür, wie Sachen funktionieren, schon seit ich ganz klein war. Was wahrscheinlich der Punkt ist, der mich zum Programmieren gebracht hat. Es hilft mir einfach dabei, in Software rumzustochen, in Anführungsstrichen rumzuwühlen. Im guten oder im schlechten Sinne. Und ja, dann zu entscheiden, wo man weiterbohren muss, um irgendwelche Sachen rauszufinden oder eben programmieren zu können. Und ich mag es auch zu zeichnen oder zu malen, immer wenn ich ein bisschen Freizeit habe. Und ich finde es einfach total entspannend und eine schöne Abwechslung zum Programmieren. Das ist mir schon mal sehr sympathisch. So, was ist deine Rolle im, ja, in der Entstehung von Equestrian? Ja, ich bin ein Programmierer. das heißt, ich schreibe jede Menge der Spielecodes. Ich nehme die Ideen, die so aufkommen. With the team. Sorry, ich brauche jetzt so ein bisschen. Muss so ein bisschen gucken, dass ich das hier übersetze. In Echtzeit quasi. Ja, ich nehme die Ideen auf, mit denen das Team kommt, wie ja, Pferde sollten, es sollte möglich sein, dass die Pferde Abzeichen am Kopf haben oder die Spieler sollten sich die Fähigkeiten der Pferde angucken können. Die Ideen greife ich auf und bringe sie dann ins Spiel rein. So, warum hast du dich dazu entschieden, Spiele zu entwickeln? So, und dann sagt er zu, ich spiele schon, seit ich ein kleines Kind bin und ich habe es so geliebt, dass ich mich einfach dazu entschlossen habe, mich da selber zu bilden und an die Universität zu gehen und da Spielentwicklung zu lernen, einfach wegen dieser Passion, wegen dieser Leidenschaft, Sachen zu erstellen, die man einfach liebt zu spielen. Also er liebt es einfach zu spielen und wollte selber sowas auch erstellen können. Und mit dem abgeschlossenen Studium ist er dann einfach irgendwie in einem Unternehmen gelandet, was Online-Banking-Zahlungsmöglichkeiten programmiert, was nicht wirklich das super Spannendste der Welt ist. Und als er dann den Job gesehen hat für einen Programmierer, bei Cavalry hat er sich gedacht, warum habe ich eigentlich jemals aufgehört, dieser Passion nachzugehen mit den Spielen? Hab mich beworben und ja, jetzt darf ich hier entwickeln und hier arbeiten und machen, was ich liebe, was einfach großartig ist. Magst du Pferde? Und dann hat er geschrieben, ich mag generell einfach alle Tiere. Katzen sind großartig. Aber ich habe ein bisschen Respekt vor Tieren, die größer sind als ich, genauso wie Pferde. es fühlt sich einfach an, dass sie mich auf sich reiten lassen, weil sie nett sind. Aber wenn sie wollen, dann könnten sie mich einfach runterschmeißen und einfach abhauen. Ja, das macht so ein bisschen den Reiz aus. Aber bis jetzt habe ich noch keine bösen Pferde getroffen. Jedes Pferd, was ich bislang getroffen habe, war total lieb und verschmust. Aber ich fühle mich immer noch ein bisschen komisch in ihrer Nähe wegen der Größe. Vielleicht muss ich einfach noch mehr Pferde treffen. Ja, sollte er tun. Denn Pferde sind liebe Tiere. In aller Regel. Es gibt auch Arschlöcher, aber in aller Regel sind sie lieb. Ah, guck mal hier. Universal schreibt, little does he know the ponies are the evil ones. Weiß er, dass die kleinen Ponys die Bösen sind, die kleinen Teufelchen. Ja, da hat sie nicht Unrecht mit. Da muss ich ihr ein Like drauf geben für den Kommentar. Ja, Ponys haben es faustdick hinter den kleinen flauschigen Öhrchen. Ich liebe Ponys.
Was ist deine Lieblingspferderasse? Ich kenne mich nicht wirklich gut genug mit Pferden aus, um zu wissen, welches Pferd jetzt was für eine Rasse hat. Aber wenn ich sie mir angucke, aber ich mag kleine Pferde, Ponys. am besten, wenn sie so ein bisschen wie ein Fass geformt sind. Weil sie dann einfach so super, super niedlich aussehen. Okay, wir halten fest, immer kleine, fette Ponys. Er ist sympathisch. Ich finde den cool. Definitiv. Was haltet ihr von Adam? Ein sehr sympathisches Teammitglied, muss ich sagen. Ich glaube, der passt da ganz gut rein. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu ihm sagt. Und was sagt ihr zu den anderen Informationen, was wir heute gesehen haben mit dem Welsh Cob, dass wir hier die Farben sehen, die Stärken, die Kopfabzeichen, den kleinen Stall und die Streifkappen, die Streichkappen. Schreibt es doch mal in die Kommentare und würdet ihr euch Merch holen? Meine Güte, wir haben so viele Fragen heute, die ich euch stellen kann. Ich werde auch versuchen, für nächste Woche wieder ein Video zu bringen. Das hier war jetzt ein sehr, sehr langes, damit ich mal wieder ein bisschen aufhole. Und dann würde ich sagen, hören wir uns so schnell es geht wieder. Bis dahin und haut in die Tasten. Tschüss!